Hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Folge LS22 Italia und der Weizen ist reif. Während des Spulens haben wir weder einen Striegel noch einen Düngestreuer bekommen. Das heißt, wir haben das absolut schlechteste, was es geht. Wir haben einen Ertrag von erwarteter Ertrag 50%, sprich 7 Tonnen auf dem Hektar. Ertragspotenzial wären 11 Tonnen auf dem Hektar. Wird schwierig, aber wir starten rein, das heißt mit dem Drescherfirma hoch. Das Schneidwerk bringen wir dann extra mit dem Bulldog hinterher. Erster Einsatz für unseren Drescher, let's go. Was aber im Dings war, im Angebot, das war ein Hoflader von Gramer, aber leider der Biomethanlader. Und der war trotzdem noch zu teuer, also von daher ist das auf jeden Fall schon mal hinfällig. Jetzt bringen wir nochmal schnell den Schneidwagen mit Fiat hinterher. Ja, und dann beginnt eigentlich wieder Ernten und Ernten vor allem. Scheibenegge und Anzähe-Action. Jetzt wieder am Anfang natürlich ein bisschen alles dasselbe und ihr kennt's ja. Ihr wisst ja, was es jetzt am Anfang ein bisschen ist, nämlich schwierig. Aber jetzt ernten wir erstmal ganz gediegen und spannend. Ich denke, es wird die ganze Folge dauern. Und dann in der nächsten Folge fangen wir dann an mit den, ja, mit den guten Arbeiten. Dann machen wir es irgendwie so, so müsste hier am besten sein, dann stellen wir den hier ab, passt. Anhänger holen wir dann, wenn es soweit ist, das machen wir mit dem Fast Truck. Ja. So, Drescher ausklappen. Wir haben einen relativ großen Drescher. Ich weiß nicht, wie es eigentlich mit Lohndreschen hier auf der Map ist. Das wäre halt auch eine Möglichkeit, mit der man... Ui. Das ist geil. Das ist geil. Das ist auch geil. Das ist auch geil. Hä, ist ja mega. Düngen, eine grobe Mission. Ihr könnt ein bisschen fürs Lohnunternehmen arbeiten, oder? Ein bisschen Wiesen-Action machen. Wenn wir jetzt sagen, warte mal, was machen wir hier? Wenden und pressen, trocknen, bla bla bla. Das ist aber mit Wickeln. Wenden und pressen. Wenn wir jetzt eine Heu, das ist auch Silage. Fuck, die großen, das ist auch Heu. Wenn wir jetzt eine, wir leihen uns jetzt das Zeug aus. Quaderballen, wenden. Und der Big M. Da kriegen wir 14.000 noch. Wir nehmen die hier an. Ne, warte mal. Doch, wir nehmen jetzt die hier an. Vertraggeräte ausleihen. Und noch zusätzlich die hier. Aber den akzeptieren wir so, wie er ist. Und den hier. Vertrag akzeptieren. Dann haben wir die ganzen Heu, ne? Wenden. Da haben wir die ganzen Heu-Missionen. Die könnte man eigentlich fast voraussetzen. Oder? Komm Leute, scheiß auf unser Ernte. Wir machen jetzt die Heu-Mission als erstes. Bisschen Lohndienstleiter kann das Zeug noch ein bisschen reifen. Wir lassen den Drescher einfach hier da am Rand stehen, hier in unserem Vorgarten. Oder wir dreschen ihn ins Feld rein, dann steht er im Feld wenigstens. Und dann machen wir erstmal ein bisschen Lohnunternehmen Action. Haben wir schön mit 900 mit dem Big M bisschen Action. Hohe Stroh machen wir, oder wollen wir Stroh machen? Jetzt hätten wir sogar eine Presse da, ne? Ne, wir machen keinen Stroh. Stroh brauchen wir nicht. So. Aber das machen wir, wie gesagt, jetzt nicht. Wir machen jetzt nämlich das hier. Wir haben jetzt hier alles am Start. Dann fahren wir jetzt mit dem Big M raus. Geil, das Ding bin ich, glaube ich, keine Ahnung. Noch nie gefahren oder so. Einmal kurz gucken, was das für Felder sind. 49, 54 und 52. Das heißt, wir fangen auf der 52 an.
Ab auf die 52 machen wir ein bisschen Heuballen. Das mit Quar, das ist ja alles kein Stress. Mema aber zollt einmal Yalla durch. Wir haben jetzt den Big M am Start. Mit dem ist es, denke ich mal, alles chillig. Schöne Missionsfahrzeug. Ich weiß gar nicht, ist es von der Map, ist es von Giants mit dem letzten Update oder ist es mit dem Mod mit den neuen Missionsfahrzeugen? I don't know. Fahren wir mal los. Müssen wir mal gucken, wie wir da am besten fahren. Da fahren wir direkt dran vorbei. Das ist eigentlich optimal. Auch mit dem Bunch war das ist optimal. Da haben wir fett Arbeitsbreite und dann jagt man da immer mit der Presse drüber. Das müsste machbar sein. Ich habe richtig Bock, Freunde. Das ist das, worauf ich jetzt Bock habe. Wiesen-Action hier in Italien. Wunderschön. Bisschen wieder Lohn unternehmen. Da kriegen wir auch gut Cash. Da können wir uns dann vielleicht einen kleinen Hoflader kaufen. Und wenn nicht, ist auch egal. Bisschen Kredit zurückzahlen, weil ich glaube, wir haben ja gar nicht mehr so viel. So mit 50.000, wenn wir noch haben. Wenn wir die Hälfte noch zurückzahlen, das reicht ja eigentlich aus. Und der gefällt mir richtig gut, ja. Der Big So. Da ist unsere Wiese. Wir müssen ohne Schwartablage machen. Schwartablage. Wir haben jetzt die Breitablage gewählt schon. Abfahrt. Big M geht es ja relativ flott, denke ich mal. Mach jetzt einmal hier Kreisfahrt und dann, wobei es sind schon echt riesige Felder. Ne? Aber dann kriegen wir fett Kohle. Das ist doch herrlich. Okay, es dauert wahrscheinlich doch ein bisschen länger als erwartet. Es ist echt, was für Felder sind das bitte? Wir fahren jetzt da zweimal außen rum und können wir als theoretischen Helfer weitermachen lassen. Ey, das sind wir ja Jahrzehnte beschäftigt. Na gut, da haben wir jetzt erstmal zu tun mit Lohndienstleistung, ne? Ein ganzes Stück zu tun. Ich hoffe, der bleibt nicht stehen. Ich hoffe, auf jeden Fall diesen einen Mod da mal rausnehmen. Ich glaube, dass das alles an dem Mod liegt. Mit dem Feststecken. Dass wir da kaum vorankommen. Ich finde, der Big M ist schon ein echt brachiales Fahrzeug. Ich wüsste immer nicht, für was man den sich kaufen muss. Oder für was man den sich kaufen sollte. Das wüsste ich immer irgendwie nicht. Weil es ist einfach nur ein Mähwerk, ein riesiges. Wie viel Fläche brauchst du, damit der sich rentiert? Da rentiert sich doch ein Bulldog mit Butterfly-Kombination viel mehr. Weil du den halt auch für andere Sachen benutzen kannst. Den kannst du halt echt eigentlich nur zum Mähen. Klar gibt es da noch so Mulcher-Aufsätze, weiß ich, dass es noch gibt für den. Aber wer kauft sich denn das? Wer kauft sich denn den Big M und dann seine da zu mulchen und zu bisschen zu mähen? Da brauchst du ja so viel Fläche. Gut, vielleicht eher klar, ein Lohnunternehmen hat dann schon eher mal ein Big M, aber selbst da sieht man halt trotzdem öfters das Butterfly-Kombi. Meiner Meinung nach, weil man halt einen Bulldog für mehr benutzen kann als nur zum Mähen. Also ich glaube, das ein Big M wäre so mit das Letzte, was ich mir kaufen würde. Nicht, weil ich ihn schlecht finde oder scheiße finde. Im Gegenteil, ich feiere das Fahrzeug extrem und ich finde es richtig geil, aber es ist halt gar nicht mein Ding. Ein Fahrzeug zu haben, was wirklich nur eine Sache kann. Das finde ich nicht so geil. Klar, bei manchen Sachen geht es nicht anders, wie jetzt beim Häcksler oder beim Drescher oder Rübenerntner. Da geht es nicht anders, aber wenn es anders geht, warum soll ich denn dann sowas hier kaufen? Klar, wenn ich jetzt 10 Millionen Hektar hätte, dann wird sich das schon rentieren. Weil dann kannst du die Bullocks halt, wie gesagt, zum Schwaden, zum Pressen, zum Wenden, was auch immer abtransportieren, nutzen und halt mit dem mähen. Aber trotzdem wüsste ich jetzt echt nicht. Wenn ich das Geld hätte, und dann würde ich es vielleicht schon machen, weil es einfach geil ist, aber ansonsten würde ich das echt nicht machen. Da könnt ihr mal eure Meinung reinhauen, wie ihr das so seht mit solchen Fahrzeugen, die nur für eine Sache ausgelegt sind.
Ich finde es eigentlich. Deswegen bin ich auch ein großer Fan von Hakenlift-Sachen, weil du halt echt viele Sachen mit einem Anhänger machen kannst. Du hast kleine Mulde, große Mulde, du hast Fahrzeugmulden, wo du Fahrzeuge draufstellen kannst. Dann gibt's Miststreuer, Mischstreuer, Güllefässer, Zubringerfässer, ne, Wasserfässer. Es gibt ja alles für Hakenlift. Und das halt, finde ich halt auch geil. Ja, es kostet natürlich auch anders, ne? Und man braucht halt vielleicht mehr Leistung als für einen normalen kleinen Anhänger. Aber trotzdem, wenn ich die Möglichkeit habe, dann nutze ich die doch. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, meinen Bulldog, mein Fuhrpark hatte, ich habe jetzt so einen Bulldog, der das zieht. Vor allem brauchst du, so groß brauchst du ja den Bulldog gar nicht, ne? Ja, mit einem 700er ziehst du das ja schon locker weg. Einen Hakenlifter. Einen kleineren. Also von daher ist es ja eigentlich schon wurscht, ne? Was auch noch mal richtig lang dauern wird, ist das Wenden, weil wir haben nur einen kleinen Wender. Diesen Vicon 7 Meter irgendwas Wender. Aber und mehr haben wir ja gar nicht. Naja. Naja. Jetzt genießen wir erstmal das Man mit dem Big M, weil so schnell werden wir den nicht mehr wiedersehen. Aber es gibt gut Cash, ne? Die Missionen, die wir da jetzt angenommen haben, ne? Ganz kurz mal speichert er wieder, hör auf zu speichern. Kurz mal ungefähr zusammenrechnen. 10, 20, 40, 42. 42.000 plus das Geld für die übrigen Ballen. Also denke ich, komme mal da bestimmt locker auf 50, 55.000 Euro, die wir da kriegen. Schon dann ein bisschen Geld, ne? Aber es ist auch ein bisschen Arbeit jetzt vor uns, ne? Weil die Felder sind jetzt nicht gerade helferfreundlich, ne? Nee, das wollte ich nicht. Jetzt hat sich's aufgehängt. Wow! Oh. Warte. Ah, was mache ich denn? Ah, da könnte man theoretisch, nur theoretisch jetzt, vielleicht können wir uns mit Cursor ja doch noch anfreunden, weil es ist kein Kurs, geht's auf, nichts da, ne? Können wir mal schauen. Das heißt, wir haben jetzt hier schon angefangen, na, das ist halt das Blöde. Und ich weiß halt nicht, wie der die Kurse berechnet. Nicht, dass der dann da wieder 10 Minuten über nichts fährt. Ja, wir können das ausprobieren, wenn wir hier fertig sind, na, mit dem Feld. Dann können wir das ausprobieren mit 900er und den dann da wenden lassen, wenn wir da schon mal aufs nächste Feld zum Mähen fahren. Können wir den mit dem Cursebär das mal machen lassen, oder? Wir haben jetzt unten zwar diesen einen Baum, der mitten im Feld steht, aber ansonsten alles safe. Und den einen Baum, da greifen wir dann halt schnell ein und fahren den da außen rum. Oder vielleicht geht ja Insel-Umfahrung und dann fährt er da außen rum. Keine Ahnung, aber wobei. Da ist ja keine richtige Insel. Der Baum steht halt einfach nur mitten im Feld. Was irgendwie cool ist, aber was irgendwie auch schwierig ist. Naja. Da wo ich herkomme, na, da es gibt so einen mini kleinen Sportflughafen für Sportflugzeuge, Segelflugzeuge und Privatjets.
Und da ist neben der Landebahn auch Wiese und so. Und da habe ich auch letztens einen Big M gesehen, der da die Wiese gemäht hat. Stimmt wirklich. So. Aber Freunde, wir sind ziemlich am Ende der Folge schon angekommen. Morgen geht's weiter mit Mäh-Action. Wir haben jetzt die nächsten Tage erstmal wirklich Grünland-Action Deluxe. Also seid gespannt. Es wird nicht sehr spannend, aber wir werden auf jeden Fall Cosplay ausprobieren, ein bisschen weiter. Und halt, wie gesagt, richtig Cash machen mit der Mission. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, liken, abonnieren, kommentieren, ihr wisst Bescheid. Und bis zum nächsten Mal. Peace out.